Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habt ihr mich so oft in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht ein Video zu meinen Wimpern und zu meinen Lippen machen kann. Es gibt noch ein kleines Thema, worüber ich jetzt nicht wirklich ein ganzes Video drehen kann, aber ich kann euch so ein bisschen was erzählen. Und zwar geht es dabei um meine Zähne. Und bevor ich jetzt länger laber, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! So, fangen wir mit meinen Zähnen an. Das ist eigentlich einer der meistgefragtesten Fragen, die es so gibt. Man sagt, Zähne haben ihre eigene Hautfarbe, so wie wir jetzt halt unsere eigenen Hautfarben haben. Ich habe wirklich generell weiße Zähne, schon so von Natur aus, von meinen Eltern, meinen Genen, wie auch immer. Weißere auch als meine Geschwister und als meine Eltern. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr dankbar dafür. Was ich aber mache, sind so zwei, drei Sachen, von denen werde ich euch kurz erzählen. Und zwar gibt es eine bestimmte Zahnpasta, mit der ich meine Zähne putze. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass sie meine Zähne weißer gemacht hat oder sowas, ne? Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie sie gesund gemacht hat. Ich habe einmal die Zahnpasta weggelassen und habe mit einer ganz normalen Zahnpasta, die sehr günstig war und die einen sehr bekannten Namen hat, meine Zähne geputzt. Nach zwei Tagen habe ich so ein Zahnfleischbluten und Brennen bekommen, das mir erstmal gar nicht bewusst war, was passiert ist. Ich hole euch kurz die Zahnpasta. Da bin ich wieder. Und zwar ist es hier die Cura Prox Explorer Zahnpasta. Ich habe sie in allen Farben getestet. Ich teste sie tatsächlich schon seit der letzten Glow. Da habe ich sie geschenkt bekommen. Von dieser Marke hier halt. Und sie haben mich auch gefragt, ob ich nicht Bock habe auf ein Video, ob wir da nicht zusammenarbeiten können und wir nicht eine Kampagne zusammen machen können, auch mit Rabattcode und so weiter für euch. Aber da habe ich gesagt, ich kann nicht eine Zahnpasta empfehlen, die so teuer ist. 20 Euro oder was kostet diese Zahnpasta? Und ich dachte, es ist halt einfach nur eine Zahnpasta. Wieso sollte ich ein ganzes Video darüber drehen, euch davon berichten, wenn das so teuer ist, dass es eigentlich unnötig ist, so eine Zahnpasta zu kaufen? Sie ist eine Whitening Toothpaste, alle von diesen Zahnpastas. Ist das die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Sind, glaube ich, Whitening-Zahnpasta. Es gibt eine sehr, sehr bekannte, ich glaube, die heißt Black oder sowas. Die wurde sehr gehypt. Es haben sehr, sehr viele diese Zahnpasta gezeigt und so weiter und so fort. Aber ich war immer so, oh mein Gott, das ist so teuer. Wieso sollte man sich so eine teure Zahnpasta kaufen? Und jetzt kaufe ich mir versprochen nie wieder was anderes, weil es hat meinen Zähnen so weh getan, als ich so eine herkömmliche Zahnpasta verwendet habe, die ich früher immer benutzt habe. Ich habe todes Zahnfleischbluten bekommen. Es hat so richtig weh getan. Es ist richtig dick gewesen. Ja, und dann habe ich diese wieder benutzt und ich muss echt sagen, das kommt keiner ran. Ich habe die tatsächlich in allen Farben und so weiter. Hier steht auch Swiss Premium Oral Care. Bacterial Balance Caries Protection. Sind tatsächlich schon sehr, sehr, sehr gute Inhaltsstoffe drin und hellen die Zähne schon so ein bisschen auf. Also hier steht Whitening Zahnpasta drauf. Ich habe jetzt aber nicht so Oha-Effekt gesehen, sondern mit der Zeit, die ganze Zeit in Benutzung, sind meine Zähne weiß geblieben und ein bisschen heller geworden. Auch so an den Rändern oder so, ne? Muss ich wirklich schon sagen, die ist schon sehr gut. Falls ihr doch irgendwie Bock habt auf einen Rabattcode, kann ich die vielleicht mal fragen. Vielleicht sagen die dann, naja, ne, jetzt kommt's an. Ja, jetzt willst du auf einmal doch mit uns zusammenarbeiten. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich werde jetzt nichts anderes mehr benutzen. Falls ihr es nicht wollt, dann ist das auch okay. Ansonsten mache ich tatsächlich nichts für meine Zähne. Bin nie beim Bleachen gewesen. Ich habe mal selber mit dem Dr. George Dental White gebleached. Das habe ich vor 3 Jahren mal gemacht. Das ist so ein Gel, womit man dann seine Zähne bleachen kann. Ein, zweimal habe ich das vor 3 Jahren gemacht und ist auch sehr, sehr weiß dadurch geworden. Ich habe dann auch was von DM probiert, so eine Whitening Zahngel-Sache, aber es hat meinen Zähnen sehr weh getan. So, wenn Luft dran kam oder sowas oder Kälte oder so. Ich habe schon, muss ich sagen, empfindliche Zähne. Dann tat das weh. Alle heißen Getränke, die die Zähne verfärben können, trinke ich aus metallischen Strohhalmen. Ansonsten benutze ich meistens zum Trinken, wenn es kein Wasser ist, einen Strohhalm, einfach damit es meine Zähne nicht verfärbt. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit darauf achte, was ich esse oder was ich trinke, damit meine Zähne weiß bleiben, sondern ich bin schon von Natur aus sehr gut ausgestattet damit, muss ich wirklich sagen. Und ich würde halt nichts anderes als diese Zahnpasta benutzen. Am liebsten mag ich die weiße oder die schwarze. Die schmecken ein bisschen außergewöhnlich. Die schmecken nicht so wie die Zahnpasta. Die haben nicht dieses penetrante Minzding, was mir sehr gefehlt hat am Anfang, woran ich mich aber auch sehr schnell dann wieder gewöhnt habe. Aber die haben wie so Peeling-Körner da drin. Die gibt es übrigens auch im DM, falls ihr es dann doch mal ausprobieren wollt oder so. Sind 90 ml drin. Ich komme sehr, sehr, sehr lange damit aus. So, so viel zu meinen Zähnen. Was ich sonst noch benutze, ist Zahnseide, aber das war's. Dann kommen wir zu meinen Wimpern. Ich tusche die auch gleich und zeige euch, wie ich sie tusche.
und zeige euch, was ich benutze. So, es ist einmal reine, ich habe jetzt weiße Vaseline, ihr könnt wahrscheinlich auch die gelbe dafür nehmen, ist es egal. Und was ich damit abends mache, ist, ich gehe mit meinem Finger da rein, dann mache ich den hier und dann gehe ich über meine Wimpern einfach so drüber, also über die Spitzen und Längen. Ne? Ich mache das jetzt nicht, weil ich die Wimpern jetzt gleich tuschen möchte, als Schutz, damit meine Wimpern nicht abbrechen oder sowas. Ich schminke mich auch immer ab, Leute. Wenn ihr Wimperntusche habt, drauf habt und euch aufs Kissen legt oder sowas, dann können eure Wimpern einfach abbrechen. Wenn ich das einmal mache und Mittagsschlaf mache oder sowas und ich habe noch Wimperntusche drauf, dann habe ich sofort abgebrochene Wimpern. Das sehe ich immer direkt. Also bitte, bitte abschminken. Das ist sehr, sehr wichtig, auch für eure Wimpern, nicht nur für eure Haut. Also das mache ich hier schon sehr lange und es hat irgendwann mal Farah Dukkay, ich glaube, das kennen sie alle von Instagram, erzählt, dass sie nur damit ihre Wimpern lang kriegt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mal auf einer Seite Vaseline benutzt, auf der anderen Seite nicht. Und man hat so richtig gemerkt, wie voll die eine Seite war, wie lang die eine Seite war und die andere halt nicht, ne? Dann habe ich ein Wimpernserum benutzt aus Amerika. Und zwar ist es ja so ein Conditioning Serum. Da ist jetzt auch keine Schrift mehr drauf. Ich glaube, es hieß Lash Boost oder so. Was ist in Deutschland verboten? Ich habe sie auch angeschrieben. Ich habe denen gesagt, meine Zuschauer sind sehr interessiert. Sie dürfen es nicht nach Deutschland bringen. Da ist wohl irgendein Inhaltsstoff drin, der hier nicht erlaubt ist. Und dann sollte man es dann auch nicht benutzen. Ich habe es auf jeden Fall zu Ende benutzt und bin rübergegangen zu dem Four Long Lashes von Rossmann. Da habt ihr mich mal da drauf gebracht. Und dann war irgend so eine Rückrufaktion. Dann habe ich Angst gehabt, es zu benutzen. Und jetzt benutze ich es. Ist ganz gut. Also ich finde meine Wimpern wieder lang. Wenn man Pausen nach einem Wimpern Serum macht, dann sieht man so einen krassen Rückgang. Also sie gehen dann auf die Ursprungslänge und sowas zurück, beziehungsweise fallen sie aus, die sehr langen Wimpern. Das Serum hindert ja die Wimpern daran auszufallen. Und man denkt so, oh mein Gott, man hat keine Wimpern mehr, obwohl das eigentlich so war wie vor Benutzung eines Serums, wisst ihr? Das war so ein bisschen für mich komisch, aber jetzt benutze ich das wieder und es hilft meinen Wimpern sehr gut zu wachsen. Es ist ein 19-Euro-Produkt. Aber wie gesagt, die mussten das jetzt irgendwie umändern, die Inhaltsstoffe, weil da wohl auch irgendwas drin war, was verboten ist. Wir tuschen jetzt einmal meine Wimpern. Ich habe jetzt noch keinen Eyeliner drauf, einfach weil ich finde, dass ihr das besser sehen könnt. Und ich zeige euch erstmal die erste Wimperntusche. Und zwar ist es von Love diese hier. Die zeige ich euch schon seit gefühlt 3 Jahren. Nein, ungefähr, weiß ich nicht, so seit 2 Jahren oder so zeige ich euch die. Das ist die Guilty Fan Effect Mascara. Also die hat erstmal ein Silikonbürstchen. Und das ist so ein bisschen ähnlich aufgebaut wie das The Real Bürstchen, nur dass es irgendwie mehr Silikonborsten. Und ich fange damit am Wimpernkranz an und ziehe mich in Zickzack-Bewegungen hoch. Und zwar bis wirklich zu der Spitze. Und zwischendurch kämme ich die auch so ein bisschen auseinander. Ich fange immer genau am Wimpernkranz an und ziehe das dann in Zickzack-Bewegungen bis in die Spitzen, so umhüllt eben die Mascara die kompletten Wimpern. Man tuscht sie nicht so ein bisschen nur von unten, sondern man packt die von allen Seiten. So, ich lasse das Ganze jetzt so ein bisschen trocknen. Meistens mache ich dann meine unteren Wimpern schnell. So, je nachdem, was ich jetzt für Wimpern haben will, benutze ich auch die Mascara. Wenn ich jetzt sehr auffällig klumpige Wimpern haben möchte, dann benutze ich die The Real von Benefit. Die ist nur gerade leer, deswegen kann ich es euch nicht demonstrieren. Und ansonsten habe ich noch 2 Mascaras, die ich sehr, sehr gerne benutze. Das ist einmal die Hypnose von Lancôme. Da habe ich, ich weiß nicht mehr, ob der Rabattcode gilt. Ich schreibe ihn auf jeden Fall mal nochmal in die Infobox. Falls er noch gilt, habe ich 20% da drauf. Und ansonsten auch noch eine sehr von mir geliebte Mascara, die Charlotte Tilbury Legendary Lashes Volume 2. Beides wirklich keine Synthetikborsten mehr, aber beide wirklich toll im Auftrag. Was ich aber halt sagen muss, ist, diese braucht ein Jahrhundert zum Trocknen. Die ist auch super schwarz. Also ich ziehe das die ganze Zeit durch. Ich gehe einmal mit Zickzack-Bewegungen durch meine Wimpern und dann so ein paar Mal normal. Diese Zickzack, das verklebt die Wimpern so ein bisschen, ne? Aber das sorgt halt dafür, dass ihr halt ringsherum überall Mascara habt. Und die sehen durch diese Bewegung halt auch direkt viel länger aus, weil ihr bis zu den Spitzen die Wimperntusche zieht. Tada! Das kann jetzt schon reichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch eine dritte Schicht drauf machen.
für mich reicht das jetzt. Also wie gesagt, ich benutze erstmal eine Synthetik oder eine Silikonhaarbürste und danach so eine Echthaarbürste oder so eine Naturhaarbürste. Und dann gehe ich so richtig mit Zickzackbewegungen rein und ziehe das bis in die Spitze. Nehmt einfach eure Lieblingsmascara oder wenn ihr eine Kombi habt, eure Lieblingsmascaras und tuscht wirklich in so Zickzackbewegungen. Und was man halt jetzt noch so machen kann, ist, man kann noch so, weiß nicht, 30 Sekunden warten. Dann kann man nochmal eine Silikonbürste nehmen und dann nochmal drüber gehen, ne? Damit sie sich so ein bisschen mehr trennen, wenn euch das zu verklebt ist, ne? Kommen wir zu den Lippen. So, ich habe im Moment auch super spröde, sehr, sehr trockene Lippen. Die Kälte bringt meine Lippen tatsächlich um. Was ich dafür sehr gerne benutze, ist von Yves Saint Laurent eine Lippenmaske. Habe ich im letzten Winter auch sehr, sehr häufig benutzt. Die ist super gut. Ich versuche gerade rauszufinden, wie die heißt. Night Rehab Lip Mask. Erstens riecht die bombastisch. Wirklich richtige, dicke, reichhaltige Maske, die ihr dann einfach aufträgt, schlafen geht und morgens hat die sehr, sehr gut eure Lippen repariert. Wenn ich das jetzt 3 Tage durchmache, habe jetzt gestern damit angefangen, dann werden die auch wieder richtig schön und geschmeidig. Was ich noch als kleinen Tipp habe für volle Lippen ist, ihr geht einfach in euer Konturprodukt mit einem Blenderpinsel rein und konturiert unter eure Lippe, weil eure Lippe wirft dann Schatten und alles, was groß ist, wirft Schatten. Also habt ihr so eine kleine Illusion geschaffen, ne? Also eure Lippe wirft einen Schatten, das heißt, sie ist groß und deswegen ist sie groß. So, ich werde jetzt mit einer leeren The Real Mascara, weil sie leer ist und Synthetikborsten hat, über meine Wimpern gehen, um sie so gut wie möglich voneinander zu trennen. Die sind aber schon sehr trocken, also man darf sich da auch nicht zu viel Zeit lassen. So, für die Lippen, ich glaube, man kennt das alles, diese ganzen Lip-Liner-Tricks und außen dunkel, innen hell, mache ich euch jetzt auch gleich was. Es wird auch bald ein Produkt von mir rauskommen, Leute. Das ist das erste Mal, dass ich das sage. Aber es kommt bald was raus, was Feuchtigkeit in euren Lippen zusammenhält, sodass die Feuchtigkeit eben in den Lippen da bleibt. Davon erzähle ich euch halt, wenn ich euch mein Video zu meinen eigenen Produkten vorstelle, hochlade. Ich bin so aufgeregt. Also das ist hier so mein Tipp, einfach ein bisschen Konturprodukt unter eure Unterlippe geben. Was ich jetzt benutzen werde, ist ein Lip Liner, den ich auch schon Jahrhunderte benutze, und zwar die 59G von Manhattan. Das ist so ein schönes Rosenholz, altrosa, ist erstmal sehr cremig. Also man kann den super schön halt auftragen. Ich übermale meine Lippen nicht. Ihr könnt so ein bisschen weiße Zähne auch vortäuschen, indem ihr blaue Anteile in euren Lippenstiften habt. Man sieht das ganz gut, wenn man sich so Lippenstifte aufträgt, welche sie gelb machen, die Zähne, und welche sie weiß machen. Violette und blaue Anteile in den Lippenstiften, auch in roten Lippenstiften und so weiter, sorgen dafür, dass eure Zähne weißer aussehen, als wenn da jetzt zum Beispiel Orange-Anteile mit drin sind. Bei Orange muss man auch immer super aufpassen. Also der ist jetzt so ein bisschen getrocknet und jetzt hält der auch relativ lang. Nur man sieht, dass der oxidiert, der wird so ein bisschen aschig. Deswegen, ich benutze jetzt einen Liquid Lipstick und zwar von Huda Beauty, der nennt sich Girlfriend. Und den gehe ich mir jetzt so in das Zentrum und tupfe das so ein bisschen nach rechts und links und nach oben. Man hätte jetzt auch ein bisschen was noch Helleres nehmen können. Aber ich finde das jetzt auch so ein bisschen übertrieben, wenn man die ganze Zeit nur an seinen Lippen sitzt. Kein Mensch macht das zu Hause, so 300 Jahre irgendwie seine Lippen anmalen, schminken, wie auch immer. Und das hier unten bringt schon wirklich viel. Also da muss ich wirklich sagen, das ist so mein Go-To. Ich mache das jeden Tag und wenn die Lippe halt hier unten Schatten wirft, dann sieht das schon groß aus. So, als nächstes werde ich mir, ich kann irgendwie nicht ohne Gloss, ich bin so ein richtiges Gloss-Mädchen, werde ich mir von Catrice ein Gloss auftragen. Das ist der Voluminizing Lip Booster. Das ist so ein ganz Hauch von Menthol oder Chili oder sowas drin. Und den gebe ich mir jetzt so auf das Zentrum meiner Lippe. So, jetzt kommen wir noch zu Eyeliner. Ich hatte euch irgendwann, als die Sephora-Eröffnung war, ein Video mit dem Kat Von D Tattoo-Liner gemacht. Da habe ich mit Kat Von D zusammengearbeitet. So aufgeregt direkt wieder. Und seitdem benutze ich den nur. Ich finde den super. Ich finde die Spitze super. Ich finde, der ist pechschwarz. Ich finde, mit dem kann man sehr, sehr gut arbeiten. Und was ich jetzt machen werde, ist, das ist jetzt optional. Ihr könnt jetzt auch hier sagen, okay, stopp, mehr brauche ich nicht. Aber ich trage halt sehr gerne Liner und ich finde, das macht die Wimpern auch nochmal irgendwie voller, wenn man hier so einen kleinen Wing hinten hat. Und deswegen fange ich so sehr, sehr schmal, sehr, sehr dünn an und ziehe das an meinem Wimpernkranz entlang. Und dann werde ich immer ein bisschen dicker und ziehe das in einen Wing. Es ist kein Eyeliner-Tutorial, deswegen
Ich will euch jetzt gar nicht so sehr damit nerven, aber es sieht halt einfach voller aus. Deswegen gibt man sich auch manchmal noch auf die obere Wasserlinie Kajal, also so Kajal, Kajal zu schwarzen, damit es voller aussieht, der Wimpernkranz. Am besten fangt ihr immer dünn an und werdet dann dicker, weil so ein Eyeliner rückgängig zu machen ist auch verdammt schwer. Ich gucke jetzt einmal noch, ob ich mich mit der Wimperntusche so ein bisschen irgendwo dreckig gemacht habe. Gehe ich einfach mit einem Pinsel nochmal da drüber. Habt ihr meinen Magen gehört? Ich habe richtig Hunger. Also das sind so die Basics, die ich so im Alltag mache. Also ich habe mich wirklich gefragt, soll ich das Video überhaupt drehen oder nicht, aber vielleicht kannte der ein oder andere eben diese Tipps nicht. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das einmal tun würdet, denn das nächste Video wird auch wieder sehr, sehr spannend und ich lade 3 Videos in der Woche hoch. Jetzt bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Ihr findet alle Produkte, die ich verwendet habe, in der Infobox und ja, habt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.